und herzlich willkommen zurück zu Jump Host. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die letzten zwei Videos waren zwei fette Streams-Videos. Es tut mir auf jeden Fall leid, dass jetzt die letzten Tage keine Story kam, aber das Wochenende wollte ich einfach ein bisschen ausnutzen, um natürlich auch mit euch zu spielen, Freunde. Und das habe ich gemacht und dem einen und anderen hat es gefallen, dem anderen wieder nicht. Aber so ist es, man bringt halt ein bisschen Abwechslung hier mit in das Projekt mit rein. Und dafür wollte ich mich eigentlich nochmal bedanken für die aktive Zuschauerzahl in den Streams. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit der Story. Bevor ich jetzt aber anfange, möchte ich hier ganz kurz noch ein Video erwähnen, denn ich habe ja in einer der ersten Parts gesagt, man kann meinen Charakter zeichnen und da habe ich einige Zusendungen bekommen. Ich habe die auch alle bei Instagram, habe ich die in meine Insta-Story gepackt und jetzt habe ich ein Video zugesendet bekommen, wie einer wirklich ein komplettes Video gemacht hat zu meinem Charakter. Und das möchte ich mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut euch das einfach mal an. Lasst dem Jungen mal ein bisschen Feedback da. Vielleicht kann er irgendwas besser machen. Vielleicht hat es euch so gut gefallen, dass ihr das auch so in die Kommentare reinschreiben könnt. Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt weiter. Wir gehen jetzt erstmal in die One Piece Basis, denn dort gibt es irgendwie ein zweites Ausrufezeichen. Beziehungsweise da gibt es nur ein Ausrufezeichen, sorry. Und da wird dann wahrscheinlich das ein oder andere passieren. Deswegen düsen wir gleich mal runter. Boah, ich dachte gerade, da steht Eminem, aber das war doch nur ein kleiner Fehler, Freunde. Juhu! Was ist denn? Hat er noch Kurohige? 俺も気にはなっていた。黒ひげは俺たちの世界で暴れまくっている海賊の一人だ。強いのか？ああ、うんざりするほどな。そうか。長官からの通信です。そこにいたのか？ニューヨークでマーシャル DTH 通称黒ひげの襲撃が確認された。ベータチームと共に出撃してる。気をつけろ。 黒ひげは目的のためなら手段を選ばねえ。偽物だろうが本物だろうが気を抜くな。ぜははははは、誰にも俺を止められねえのさ。が誰だてめえは見かけねえ面だな。ぜははは、やめとけやめとけ。おめえ程度じゃ俺を倒せねえ。 Okay, Freunde, jetzt dürfen wir auch noch gegen Blackbeard kämpfen. Aber das sollte kein Problem sein, den werden wir sowas von wegklatschen. Wieso habe ich Boa Hancock als Support? Die habe ich nicht mal ausgewählt, nichts. Also es ist direkt von Cutscene zu Cutscene direkt weitergegangen. Aber interessant. Dann werden wir auf jeden Fall mit Boa Hancock kämpfen. Da hat er jetzt auf jeden Fall seine Attacke angesagt, nicht gut. Ihr seht auf jeden Fall, dass ich ihm schon ganz viel Schaden gemacht habe und ich habe auch eine neue Attacke. Die habe ich privat ausgewählt für mich, weil ich diese normalen Missionen, die ich habe, die mache ich natürlich für mich einfach so privat. Ihr seht, ich habe die Final Flash Attacke. Deswegen, er soll mich mal schlagen nochmal. So, das reicht schon. Und jetzt gibt es den Final Flash extra nur für euch, Freunde, und damit besiegen wir Blackbeard. Eine Revanche! Yeah! Da kenne ich nichts, Freunde. Da kenne ich nix. Das war's, Blackbeard. Das war's. Und ihr seht auch schon, ich bin Level 20. Ich glaube, 4 Level höher jetzt seit dem letzten Part oder so. Ja, natürlich war auch ein bisschen wegen Streams und so, weil ich viel gekämpft habe. Aber im Großen und Ganzen wegen den Missionen. Aber was das Level 20 betrifft und warum das gelb ist, komme ich gleich noch dazu. お前ら、待たせたな。おお、麦わらじゃねえか。会えて嬉しいぜ。わけのわからねえ世界で周りは知らねえやつばかり。ちょうど寂しかったところだ。黒ひげ、お前、本物か？え？いきなり現れたかと思えば何言ってんだ。とぼけんな。 お前もベノムズの仲間になったんだろ。ベノムズだ？知らねえな。それよりも麦わら、てめえの方こそどうなんだ。どこの馬の骨ともわからねえ連中とつるんでるようじゃねえか。海賊をやめて仲良しごっこでも始めたか。俺も忙しいんだ。暴れよ麦わら。
Okay, Freunde, das war auf jeden Fall ein interessantes Treffen mit Blackbeard. Ich glaube, da wird es doch das ein oder andere Problemchen mit ihm geben. Aber wir lassen uns jetzt nicht für ihn verirren, Freunde, und ihn uns aus dem Konzept oder so bringen. Das werden wir nicht machen. Gut, dann machen wir weiter. Die ein oder andere Frage, die immer kommt, wie öffnet man die Map groß, Freunde? Also, ihr habt unten links die Map, die könnt ihr mit einmal drei, könnt ihr die, also beziehungsweise bei Xbox ist es, glaube ich, Y, könnt ihr die einmal öffnen. Und wenn ihr gedrückt haltet, die Dreiecktaste, dann öffnet sich das groß und dann könnt ihr auf jeden Fall auch gucken, wo ihr steht und was ihr machen müsst und so weiter. Und scheinbar kann man sich auch teleportieren, wenn man dann eben jeweiligen Punkt auswählt. Aber, nee, brauche ich nicht, das ist jetzt auch nicht so groß alles hier. Also da kann man auch alles gut ablaufen. So, jetzt gehen wir noch kurz zu diesem Level 20 Ding, was ich gerade eben angesprochen habe. Und zwar habe ich auch dazu Nachrichten bekommen, dass Leute nicht wissen, wie man sein Level Cap erhöht. Also ihr könnt sehen, dass ich Level 20 bin und das ist das Maximallevel für den Anfang. Wenn ihr das erreicht habt und noch nicht das Level Cap freigeschaltet habt, dann geht ihr einfach zu den Missionen, wählt das aus und geht dann zu den zusätzlichen Missionen. Und da sollte es eine Grenzbrecher Level 20 Mission geben. Die macht ihr. Und wenn ihr diesen Kampf gewinnt, dann könnt ihr noch höher leveln. Wie hoch das ist, weiß ich noch selber nicht. Ich habe es extra nicht gemacht. Ich denke mal, das wird immer ein 20er Schritten sein. Ist aber jetzt nur eine Vermutung von mir. Ich würde jetzt sagen, wir machen mal die Mission und gucken einfach mal, was danach noch alles kommt. Legen wir los. Okay, Freunde, los geht's. Jetzt müssen wir auch noch gegen Freezer kämpfen hier. Sabalot nochmal. Also wir sind jetzt alle auf einem selben Level, Freunde. Ich denke mal, ich werde jetzt nicht meinen Charakter nutzen. Nutzen wir mal Ichigo. Ich weiß nicht, ob wir den schon im Projekt irgendwie so ein bisschen mal genutzt haben. Wenn nicht, bekommt ihr jetzt so ein bisschen Gameplay von ihm, Freunde. Es sind sowieso zwei Runden. Die zweite Runde machen wir dann mit Eisen. Und ihr merkt schon, meine Stimme ist ein bisschen am Arsch. Aber ich werde natürlich hier weiter für euch kämpfen, Freunde. Und mit euch reden natürlich. Macht voll Sinn. Oh fuck, die Hunde. Nein, er trifft mich voll damit. Nein, nicht gut. Boah, ich konnte es doch noch blocken, ey. Das war echt ein knappes Spielchen. Freezer, Alter, deine 100% Power. Die ist ja heftig. Heftig, deftig, Alter. Was ist da los? Wir können mal so einen Konterangriff machen. Den hat Ichigo nämlich auch drauf. Was? Er hat mich gegrabt. Achso, dann zählt das nicht. Belastend. Okay, müssen wir nochmal drauf achten. Nein, fuck. So, Konter. Er grabt mich einfach wieder. Er grabt mich einfach wieder. Okay. Goku, das reicht jetzt. Ich glaube, das ist ein Bankai, oder? Egal. Bankai! Ich habe keine Ahnung. Freunde, ich habe den Anime bzw. den Manga nicht so weit geguckt. Ich bin noch sehr weit am Anfang, was Bleach betrifft, Freunde. Aber keine Sorge, das wird noch nachgeholt. Jetzt werden wir Eisen nutzen. Jetzt müssen wir nur kurz warten, bis sich das wieder aufgefüllt hat hier. So. Eisen, kannst du mir helfen? Dankeschön. Also, Freunde, Eisen finde ich richtig stark hier in dem Spiel. Der ist echt ein mächtiger Charakter hier. Komm, grab ihn. Was? Ich hab ihn doch gegrabt. WTF? Dann nochmal. Sag mal, die blocken jetzt aber echt viel, oder? Also ich hab's mir schon in den Kommentaren durchgelesen, dass die Charaktere sehr viel blocken werden. Aber dass die so viel blocken, ey, das ist ja schon fast ekelhaft unfair. Ja, was heißt unfair? Aber es ist nervig halt. Weil sie einfach so viel blocken und immer nur abhauen und machen und tun und Aber okay, Freunde, so ist es halt. Scheiße, schützen. Okay, das war knapp. So, wir probieren es jetzt mal mit der Ulti. Zack, komm, mal gucken, ob wir uns mal treffen. Sieht aber echt interessant aus. Haru 99, Zerstörung der 5 Himmelsdrachen. Also ich habe mir auch sagen lassen, dass er diese Ulti so in der Serie bzw. im Manga nicht eingesetzt hat. Er hat es ein bisschen anders eingesetzt. Aber okay, ich habe keine Ahnung. Auch dieses Haru 99, das soll ziemlich krass sein und dauert zu lange, um das irgendwie aufzusprechen, diese Magieformel oder so. Also wenn ich irgendwas Falsches sage, Freunde, verbessert mich gerne in den Kommentaren, dafür sind sie da. Ich lese die sowieso alle durch und daher gerne drauf dann reagieren. Und dann hat sich die Sache auch erledigt. So, wenn ihr die Grenzbrecher Level 20 Mission gemacht habt, dann kriegt ihr auch eine Trophäe und ja, könnt jetzt auf jeden Fall ein höheres Level erreichen. Wie hoch? Ich habe keine Ahnung, Freunde, das dürft ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich möchte jetzt selber nochmal kurz gucken, ist da jetzt noch was? Nope. Freie Mission werde ich ja im Projekt nicht machen, Freunde, weil die haben absolut nichts mit der Story zu tun. Da habe ich auch ein paar schon privat gemacht hier. Da unten fehlen mir noch so ein paar. Da könnt ihr, by the way, mit Viereck auch gucken, was ihr kriegt. Und ich habe überall S jetzt mittlerweile. Bis auf die eine, die aktuelle, die habe ich leider noch nicht auf S geschafft. Die schaffe ich immer nur auf A. Aber ja, wird noch, Freunde, wird noch. So,
Jetzt will ich aber auch weitermachen. Und zwar habe ich mir jetzt noch vorgenommen, endlich mal meine Klamotten zu wechseln, weil ich jetzt fast 10 Parts diese Klamotten anhabe. Und Schuhe lassen wir natürlich so, das wird zu meinem Endprojekt Outfit aus Dings möglich sein. Keine Ahnung, was weiß ich, was ich da gerade laber. Aber ich möchte auf jeden Fall hier ein paar neue Sachen dazu holen, Freunde, weil mich nervt es langsam selber, so ein bisschen so auszusehen, wie ich jetzt gerade aussehe. Und ein paar Updates da irgendwie mit einzubinden, wäre schon ganz geil. Wir müssen halt auch irgendwas finden, was halt echt cool aussieht. Und bis jetzt da irgendwas zu finden, ist halt echt schwer. Und ich möchte nicht irgendeinen Quatsch auswählen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so eine Sache, wo ich mich einfach übelst drüber nerve. Weil ich einfach nichts Gescheites finde, was, wo ich denke, das könnte bestimmt gut aussehen oder so. Deswegen, ich werde jetzt mal kurz nochmal privat gucken und dann melde ich mich gleich zurück. Okay, Freunde, ich habe mir jetzt ein paar Sachen gekauft, Freunde. Mal schauen, ob das irgendwie zusammenpassen wird. Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist, man hat keine Vorschau. Also sprich, man kauft blind und muss dann blind kombinieren. Deswegen kann das jetzt voll nach hinten losgehen, aber schauen wir mal. Ich habe mir jetzt zwei Oberteile gekauft. Und zwar einmal den Sasuke-Oberteil hier. Was ganz cool aussieht, halt in schwarz, nicht seine Originalfarbe. Und dann haben wir noch das hier einmal geholt. Was auch ganz cool aussieht, ist halt von Yugi mit seinem Millenniums-Puzzle. Da würde ich jetzt aber sagen, dass wir erstmal die Sasuke-Jacke nehmen, weil hier bauchfrei ist. Und ich möchte nichts Bauchfreies haben, das sieht komisch aus. Unterkörper haben wir auch was geholt, und zwar habe ich da diese Ninja-Hose geholt. Das sieht halt ein bisschen classic aus. Da könnte ich jetzt aber auch sagen, wir könnten jetzt auch sowas hier nehmen wie eine Jeans. Würde halt auch ein bisschen sagen, sieht ein bisschen random aus, weil man das Band auch nicht mal irgendwie richtig sieht, sondern auch nicht mal hinten oder so. Das ist einfach komplett verschwunden. Beim Vorschaubild hängt es ja irgendwie an der Seite runter. Finde ich ein bisschen schade. Normale Hose könnten wir anlassen, würde ich jetzt aber auch nicht. Deswegen würde ich sagen, mal Ninja-Hose. Guckt euch mal diese Socken an. Sehen die nicht sexy aus? Aber da können wir gleich was dagegen machen. Hände habe ich mir Deku seine Arme geholt. Sieht echt interessant aus. Füße lassen wir natürlich so, weil ich diese Schuhe haben möchte. Spezial können wir das jetzt so machen, dass wir lange Socken anziehen. Da sieht es dann nicht so ganz so krass aus. Oder wir haben ja auch solche Sachen. Aber da bin ich eher nicht so der Fan von. Ich würde sagen, wir nehmen sogar, das sind so lange Socken, die so grau sind. Wenn wir das nehmen, dann sieht es aus wie eher wie so eine Sportleggings bei Männern. Gibt es ja auch. Dann würde ich sagen, dass wir das nehmen, bis wir irgendwie eine gescheite Hose haben. Das ist nur eine Übergangshose. Und für die Ohrringe haben wir hier solche Zorro-Ohrringe, dass man das noch so dezent sieht. Und das wäre jetzt für den Anfang erstmal mein neuer Charakter. Sieht okay aus, finde ich. Sieht jetzt nicht so schlimm aus. Wenn ihr den gerne zeichnen wollt, gerne machen, Freunde. Auch mit dem Schwert würde ich mich freuen. Gerne über Instagram und wieder so einschicken. Und dann tue ich das alles wieder teilen, Freunde. So, jetzt gucken wir aber auch nochmal nach den Attacken, Freunde. Wir haben einige neue Attacken bekommen, weil ich die Mission gemacht habe. Und da kriegt man die eine oder andere Attacke. Ich denke mal, den Final Flash lassen wir noch drin, der ist noch relativ neu. Spaltende Leere tun wir jetzt raus. Das habe ich eigentlich damals nur reingetan, um euch das mal zu zeigen, was man damit eigentlich alles machen kann. Aber wie gesagt, wir haben jetzt ganz, ganz viele neue Sachen. Sun Tsunami Sparing der 6 Pfade, das ist die Rikudo-Attacke da, aber die sieht komisch aus mit dem Custom-Charakter, deswegen würde ich sagen, lassen wir die mal wieder raus. Was wir mal reinnehmen könnten, Energiesperrfeuer ist von Vegeta, Willensbrecher. Wir können eigentlich mal den finalen Impact rausmachen und machen den Willensbrecher rein, das ist auch ein Sprintangriff von Vegeta halt. Könnt ihr euch ja mal kurz hier angucken, wenn ihr wollt. Zack, sieht auch ziemlich cool aus, zack, und haut ihn nochmal schön von oben weg. Ich finde den Final Impact ein bisschen cooler, aber dass wir einfach mal ein bisschen Abwechslung bekommen, können wir das ganz gerne mal mit reinnehmen. Aber ansonsten sieht das ein bisschen schwer aus. Wir haben jetzt hier noch so Attacken von Gon, wo wir uns natürlich ein bisschen verstärken können. Oder ich tue die Meteor-Kombination, das gefällt mir viel besser. Dann tun wir lieber das rein. Dann tun wir hier schwarzer Sack, tun wir raus und machen Bijou Dama Rasen Shuriken rein. Und hier tun wir, lasst mich kurz gucken, tun wir einfach mal die Feuerkugel rein. Dass wir einfach ein bisschen mal was anderes haben, Freunde. Und dann sollte das auch passen. So, das ist auf jeden Fall erstmal mein neuer Charakter. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, wie ihr den findet, ob ihr das besser, vorherige besser fandet. Oder das jetzt hier. Hinten haben wir sogar das Uchiha-Zeichen, sehe ich gerade. Aber ist Geschmackssache, Freunde. So, wir werden jetzt aber erstmal hier mit Dragon Sand Shinryo reden und gucken mal, was der von uns möchte hier, weil das ist eigentlich das Nächste, was wir machen müssten. Kennst du die Geschichte? Vor langer Zeit im alten China gab es einen Händler, der ein Speer und ein Schild verkaufte. Der Händler behauptete, dass der Schild stark genug sei, um jeden Hieb standzuhalten. Und der Speer sagte er, könnte jeden Schild durchstoßen. Deshalb gilt für
meine Fäuste und für meine Schilde. Meine Drachenfaust kann alles durchdringen, während mein Drachenschild undurchdringbar ist. Was, denkst du, würde passieren, wenn meine Fäuste auf mein Schild treffen würden? Ich weiß nicht, so etwas ist schon einmal passiert. Damals sind sowohl Schild als auch Speer zerbrochen, aber das lag daran, dass ich noch jung und einfältig war. Wenn ich Speer und Schild an ihr Maximum trainiere, sollte ich ihre Grenzen überwinden können. Zunächst möchte ich mich auf mein Drachenschild konzentrieren. Wirst du mir dabei helfen, Spooky? Dann greif mich an und gib alles. Probier doch mal, ob du meinen undurchdringbaren Drachenschild überwinden kannst. Okay, Freunde, wir müssen gegen Shinryo kämpfen. Oder Shiryo. Shiryo heißt er, glaube ich. Also seine Drachenschild-Speer-Dingsbums hier und alles. Also es scheint stark zu sein, aber wir sind auch nicht ohne. So, erstmal Energie laden. Feuerversteck, flammende Feuerkugel. Zack. Okay, uns hat's voll erwischt, ey. Wie schon damit hast du den Shuriken? Okay, das sieht cool aus, aber das geht scheinbar nicht so weit, oder? Ah, okay, doch, es geht weit genug. So, wir haben noch eine neue Kombination, die Meteor-Kombination. Zack! Alter, mit roter Aura sieht das richtig fresh aus. Aber da aktiviert er ja Kaioken, deswegen. Jetzt kann unser Charakter auch noch Kaioken, ey. So muss das sein. Oh. Und jetzt... Nein, fuck, Alter, ich will den Kampf nicht verlieren, ey. ETF? So, dann probieren wir es halt so. Finally, Flashy! Das war absolut daneben. Was, der setzt seine Sache ein? Oh mein Gott, wir haben nochmal Glück gehabt. Fuck, er trifft mich, 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 er trifft mich. Ich habe verloren, Freunde. Was eine belastende Situation. Okay, Freunde, ich glaube, ich habe ihn ein bisschen unterschätzt. Das sollte ich vielleicht in Zukunft lassen. Ich finde es nur schade, dass manchmal dieser Grab einfach nicht funktioniert. Ihr seht ja, dass ich manchmal grapple, obwohl er sich schützt und nichts macht. Und da passiert einfach nichts. Das ist auch im Online so. Das ist sehr oft passiert und das ist so eine Sache, die stört mich total. Das muss einfach gepatcht werden noch. Da bin ich einfach der Meinung, es müssen sehr viele Sachen noch gepatcht werden. Aber es ist ja schon scheinbar schon ein Patch unterwegs, Freunde. Müssen wir noch ein paar Tage aushalten. Und dann kommen schon die ersten Verbesserungen, wie zum Beispiel gerade das mit den Ladezeiten, dass das auf jeden Fall ein bisschen weniger wird. So, nochmal. Feuerkugel. Er dürfte mich nicht treffen, das geht nämlich nicht so weit. Oh, Gott sei Dank nochmal Glück gehabt, ey. Nochmal Glück gehabt. So, sieht auf jeden Fall auch viel besser aus. Meteor-Kombination hat leider nicht getroffen. Schauen wir mal. Grab hat auch nicht funktioniert. Verdammt, jetzt kriege ich eine halbe Kombo hier rein. Der macht aber auch sau viel Schaden, du, gell? Das ist ja nicht mehr normal. Alter Falter, ey. Ich würde ja sagen, jetzt kommt... Okay, das ist dein Ende. Da kann er nämlich jetzt nichts mehr machen. So, erwischt, Alter. Und nochmal ein bisschen Boost drauf. Na, gefällt dir das? Ja, mir gefällt's. So, Feuerkugel nochmal hinterher. Und wir machen einen Sprint. Der hat leider nicht funktioniert. Aber die Runde sollten wir jetzt auf jeden Fall gewinnen. So muss das sein, Freunde, Alter. Das hätte gleich am Anfang so aussehen müssen. Oh, Mann. Sehr beeindruckend. Allerdings ist es dir nicht gelungen, mein Drachenschild zu durchdringen. Das war ein effizienter Zeitvertreib. Ich danke dir. Also dann, lass uns in die Basis zurückkehren. Was ist? Nein, das kann nicht sein. Mein undurchbringender Drachenschild hat einen Kratzer. Ist das im letzten Kampf passiert? Aber das bedeutet ja... Das ist Spooky, du bist viel stärker, als du aussiehst. Okay, Freunde, die Cutscene war ein bisschen random gerade. Ich weiß, die hat ein bisschen komisch gewirkt, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Hier haben wir noch Seiya, oder Pegasus. Mit dem können wir auch nochmal kurz schnacken, gucken mal, was der zu sagen hat. Hast du jemals die Macht eines Kosmos gespürt? Ich kann dir ansehen, dass du es nicht hast. Mir ging es einst genauso. Man sagte mir, ich soll das Unmögliche tun, einen riesigen Felsen zerschmettern. Ich war damals 6 Jahre alt. Natürlich habe ich versagt. Aber kannst du es nicht? Natürlich, nichts leichter als das. Und nicht nur ich, jeder Saint kann das ohne Probleme. Oh Mann. Jeder hier ist einfach viel weiter als alles, was in meiner Welt existiert. Mir geht es genauso. Seit ich der Jump Force beigetreten bin, bringt jeder Tag neue Überraschungen. Wir schweifen ab. Spooky, wenn du meinen Superangriff einsetzen willst, dann musst du den Kodex der Saints verstehen und wie wir denken. Wir Saints erhielten Mächte jenseits der Sterblichen, um Athena im Krieg der Götter mit nichts mehr als unseren Händen zu beschützen.
Nimm die Bronze Saints, die niedrigste Ränge unseres Ordens. Sogar ihre Fäuste bewegen sich schneller als der Schall und sie können Materie auf atomarer Ebene zerstören. Und die Golden Saints können sich schneller bewegen als das Licht. Du kannst dir vorstellen, wozu man solche Macht missbrauchen könnte. Warte, schneller als der Schall und das Licht? Ja, genau, warum? Menschliche Körper sind nicht stark genug, um sich so schnell wie den Schall zu bewegen und schon gar nicht so schnell wie das Licht. Wir haben Venoms auffindig gemacht. Bereitet euch darauf vor, aufzubrechen. Perfektes Timing. Jetzt könnt ihr selbst sehen, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Jotaro, Spooky, gehen wir. Okay. Okay, Freunde. Dann müssen wir jetzt auch noch gegen hier Venoms kämpfen. Aber das sollte kein Problem sein. Ich denke, ich wechsle auch gleich mal zu Pegasus, dass der mal ein bisschen zeigen kann, was er drauf hat. Und da habt ihr schon wieder gesehen, Grab hat mal wieder nicht funktioniert. Und wieder nicht. Okay, da kann ich verstehen. Aber okay, probieren wir mal, was die Saints so drauf haben. Ob sie wirklich sind schneller als der Schall oder das Licht. Okay, bei Licht müssen sie ja die goldene Rüstung haben, sonst geht das nicht. Aber Schall sollte ja bei den Silbernen gehen. Und mich hat es gerade so ein bisschen gewundert. Viele sagen immer so, dass die Jojo-Charaktere so richtig krasse Überficker wären. Und jetzt hat er gerade so ein bisschen getan, als ob der irgendwie voll kassieren würde gegen die meisten Charaktere, die hier dabei sind. Also was stimmt jetzt nun? Ist er ein krasser Fiki-Fiki? Oder ist er das nicht? Das würde ich auch ganz gerne mal wissen. Aber hau mich bis hin, dass ich auf jeden Fall mal eine Ulti mal zeigen kann. Habe ich kein Problem. Ich habe jetzt extra nichts abgewehrt. Weiter. Hau mich weiter, komm. Ja, das sollte reichen jetzt. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Alter, chill. So, schauen wir mal. Hier haben wir unsere goldene Rüstung. Und natürlich unseren Lichtpfeil. Oder goldener Pfeil. Zack, Alter, erwischt. Aber killt ihn? Nein, tut's natürlich nicht. Scheiße. Und das ist die Ulti von Kaguya. So, das haben wir abgewehrt. Und zack. Das hat auch nicht getroffen. Das muss scheinbar im Nahkampf passieren. Oh Mann, ey. Pegasus Roller hat auch nicht funktioniert. Jetzt sagt bloß, ich kassiere jetzt, ey. Das wäre es nämlich. Okay, ich habe es gerade noch geschafft. Puh, das war ein knappes Spielchen. Grüße gehen auch raus an Mai2Gaim. Pegasus hat dieselbe Attacke wie mir an Mai2Gaim. Sehr gut. Die Runde haben wir auf jeden Fall gewonnen. Siehst du, was ich meine? Entschuldige, dass ich an dir gezweifelt habe, aber wie zum Henker stellst du das an? Nicht nur du, sondern auch die anderen Saints. Unglaublich. So eine Macht ist nötig, wenn man als Mensch gegen einen Gott kämpfen will. Aber ich muss sagen, Jotaro, ich bin überrascht, dass du überhaupt weißt, wie schnell Schall und Licht sind. Ich dachte, du hättest mit den Lernen genauso viele Probleme wie ich, aber offenbar lag ich falsch. Ach, das ist nur, weil es da einen Job gibt, den ich irgendwann einmal haben will. Ein Job also? Ja, über sowas habe ich noch nie nachgedacht. Ich trainiere meine Kampfkünste, seitdem ich ein Kind bin, und ich kämpfe immer noch. Ich schätze, wir können uns später Sorgen um die Zukunft machen. Ich bin froh, dass du in diesem Krieg an meiner Seite bist. Okay, Freunde, das hätten wir auch geschafft. Also, das ging ja relativ einfach hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir da eigentlich als nächstes hin müssten. Ich sehe gerade, bei der Goku-Base ist was. Aber das werden wir dann erst im nächsten Part machen, Freunde. Ich weiß, wir sind jetzt... Also, ich bin mit meiner Rohaufnahme über 42 Minuten. Ich weiß nicht, wie der Rohschnitt sein wird. Deswegen will ich es auch nicht übertreiben. Ja, das sollte es dann gewesen sein. Schreibt eure Meinung ganz gerne in die Kommentare. Ich stelle mich jetzt hier natürlich noch so ein bisschen hin hier. Und werde jetzt auch noch ein bisschen rumdancen, Freunde. Jetzt muss ich nur gucken, wie das nochmal geht. Genau so. Jetzt tanzen wir noch ein bisschen rum, Freunde. Ich verabschiede mich schon mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Zeigt es mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, einfach unten reinklatschen, Freunde. Ich lese alles durch und versuche auf das meiste zu reagieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tödelö.